Willkommen zu Hotlap. Die Formel 1 ist im letzten Wochenende vor der großen Sommerpause und passend dazu auf der wohl besten Strecke im Kalender. Wir sind in Spa-Francorchamps. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst kein Däumchen oben da und wir blicken mal auf die Randdaten der phänomenalen Strecke in den Ardennen. 1950 gab es bereits das Debüt. Ja Leute, seit Beginn an ist diese Strecke im Kalender. Eine 1:46.2 ist der Rundenrekord von Valtteri Bottas. 19 Kurven gibt es, wobei 10 links und 9 rechts, also sehr ausgeglichen. Michael Schumacher hat hier den Win-Rekord mit 6 Siegen und die Strecke ist legendäre 7.004 Meter lang. Das ist also noch einmal Spa-Francorchamps. Und ja, es ist natürlich eine High-Speed-Strecke. Viel Speed. Gerade nach Turn 1, 2 DRS-Zonen geht es Rouge Radillon rauf und natürlich dann wieder Campus und so weiter runter. Genau, blicken wir aber jetzt mal hier und es geht in Bastrop rein. Die letzte Schikane, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz schwierig. Gerade in F1-24 ist diese Strecke rundum erneuert worden. Also ich freue mich wirklich, euch hier eine Runde zeigen zu dürfen. Let's go, ab Richtung Turn 1. Das ist also Las Urs. Und ab diesem Punkt hier wird jetzt 1,8 Kilometer Full Speed durchgefahren. Eine ähnlich lange Distanz wie also in Baku. Jetzt also aus der ersten Kurve raus. Hier gab es natürlich auch schon sehr, sehr viele Horrorunfälle. Ich erinnere mich nur an 2018 zurück zum Beispiel. Hier jetzt Rouge, Radillon und auch hier natürlich ganz, ganz schlimme Unfälle von, natürlich Antoine Hubert, aber auch David Vanthoff. Also viel, viel hier passiert. Der heißt nicht David. Nein, der heißt nicht David. Der heißt Danilo, glaube ich, oder? Also ganz, ganz schlimme Sache hier rauf. Also Radillon, man sieht kaum was. 18% Steigung und dann geht es hier auf die lange Camel Straight, bis man dann bei Campus ansteht. Da war es auch vor 2 Jahren zwischen Lewis Hamilton und Fernando Alonso ganz knapp. Nur nicht zu spät bremsen. Hier alles voller Kiesbett, gerade an der rechten Seite. Und auch hier, die Curbs sind sehr eng geworden. Also nur noch streicheln, würde ich fast sagen. Hier also durch, leichter Rutsche in die Kurve rein. Aber natürlich umso mehr Schwung du damit reinnehmen willst, umso leichter rutscht du da. Hier jetzt drauf, dann die links und dann einmal kurz umsetzen und Fullspeed rechts. Das ist natürlich der Sektor, ja, der Red Bull gehört. Also tatsächlich, Red Bull hat hier die Nase vorne, gerade in den Sektoren, wo man jetzt nicht gerade unbedingt viel Motorleistung braucht. Hier haben wir also Turn 9, auch eine ganz, ganz schwierige Kurve, denn man hat jetzt an der rechten Seite, ja, auch wie schon im vergangenen Jahr in der richtigen Formel 1, ein Kiesbett und das bedeutet natürlich ein Ausritt, eine Verschätzung. Du bist direkt im Kies drinnen mit dem Hinterreifen und im schlimmsten Fall drehst dich weg. Letztes Jahr natürlich auch Lance Stroll im Regen eingegraben hier. 10. Kurve, Double Gouge, Full Speed hier. Einmal kurz lupfen bei der ersten, aber die zweite kannst du wirklich voll nehmen. Auch ohne Track Limits ist das wirklich machbar. Eine sehr, sehr geniale Strecke, wie gesagt. Unfassbar gefährlich, eine riesen, riesen Historie. Aber wenn ihr da mehr dazu wissen wollt, schaut gerne auf TikTok vorbei. Hier jetzt rein in den Endsektor. Viele Links-Rechts-Kurven. Oder Rechts-Links-Kurve in dem Fall, rechts-links und dann noch einmal rechts und links, Achtung, aufpassen, ein ganz, ganz schmaler Curb, keine Auslaufzonen mehr, voller Kies, das ganze Gebäude und diese ganze Geraden ist einfach komplett verschwunden, also man hat das wirklich rundum erneuert und ja, der Realität angepasst. Hier sehen wir den ganzen Mittelsektor noch einmal beim Rausbeschleunigen, kann man zwar noch ein bisschen Curb nehmen, aber es ist dann halt wirklich viel, viel schwieriger, auch rechts hier diese Curbs, das ist ja fast kein Curb mehr, das ist einfach nur eine, ja, Begrenzungslinie, also du solltest da wirklich dich nicht darauf fokussieren, auf diesen Curb da drauf zu kommen. Beim Rausbeschleunigen ist es verdammt wichtig, schnell das Gas durchzudrücken, aber nur nicht mit dem Hinterreifen, der ja um einiges breiter ist wie der Vorderreifen, ins Kiesbett zu kommen, denn sonst bist du wirklich schneller weggespinnt als sonst irgendwas. Aber das ist natürlich auch im freien Training einigen Leuten passiert, wird auch im Qualifying und im Rennen jetzt nicht unvermeidbar bleiben. Vor allem, wenn dann auch noch Regen angesagt ist, Mischbedingungen, das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Sache. Und jetzt geht es hier rein in die weltberühmte Blanche Voll Speed hier rechts, alles hat man hier geändert, also wirklich eine riesen Auslauffläche, viel Kies und Asphalt und was das war, kann ich euch leider nicht ganz sagen und wir sehen das noch hier einmal aus der Cockpit-Perspektive, guckt euch das mal an, wie schnell das mittlerweile geht, also das ist wirklich crazy.
mit knappen 320 km/h geht es dann im Busstop. Der Name ist wirklich Programm, denn du stoppst hier wirklich on point und musst dann auch die letzte Kurve ordentlich erwischen. Hier sehen wir das Ganze noch einmal. Und da ist auch einiges geändert worden. Natürlich für die moderneren Formel 1 Autos hat man die Curbs verbreitert, aber auch außen Sausage Curbs drauf gemacht, dass man die Kurve eben nicht so stark abkürzt wie Schumacher und Alonso einst in 2005 oder 2006. Und natürlich Schumacher auch hier ein großes Thema. Meine Zeit war eine 1:43.5. Ich weiß, das ist nicht die schnellste Zeit, aber ich habe es einfach nicht mehr hinbekommen, noch eine schnellere zu fahren mit weniger Fehlern. Also tatsächlich ist das meine beste Runde, wobei natürlich die theoretische Bestzeit wäre 15 circa nochmal schneller gewesen. Aber das ist natürlich ganz, ganz interessant. Wir blicken jetzt mal auf meine Prediction. Kommen wir nun also zu den Predictions für das Rennen, Leute. Und da haben wir tatsächlich natürlich eine blöde Ausgangssituation. Der Max Verstappen wird eine 10-Plätze-Strafe kassieren, was das Ganze natürlich ein bisschen umreißen wird. Im Qualifying wird er, glaube ich, alles geben, um die Pole zu erfahren, um den 11. Platz starten zu dürfen. Ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn alles gut geht, wenn ich die Pace vom Freitag jetzt richtig analysiert habe, denke ich mir tatsächlich, auf dem 3. Platz landet Lewis Hamilton. Ich glaube, den werden wir wieder auf dem Podium sehen. Auf Platz 2 sehen wir dann Lando Norris. Und das Ganze gewinnen wird trotz Riesendefizit ein Max Verstappen, der sich hier pudelwohl fühlt, der natürlich eine zweite Heimat hier hat, als halb Belgier und Niederländer natürlich ist das hier wie seine zweite Heimat, der ist auch in Belgien geboren. Ich denke mir tatsächlich, dass wir dieses Wochenende eine Auferstehung sehen werden von den Red Bulls. Also auf 3 sehe ich Lewis Hamilton, auf 2 Lando Norris und auf dem 1. Platz Max Verstappen, obwohl er vermutlich ja von 10 oder von 11 oder 12 starten muss. Was denkt ihr? Wie werden die Top 3 aussehen? Ich bin sehr gespannt auf das Rennen und ich freue mich wirklich extrem, denn die Ardennen-Achterbahn hat viele Überraschungen. Gerade auch im Regen-Qualifying kann vieles passieren. Schaut gerne auf Instagram, it_gaming und vor allem auch gerne auf TikTok, it_tobi, bei Links wie immer alle unten in der Bio und ich freue mich extrem. Abonniert auch gerne kostenlos den Channel, lasst ein Däumchen oben da und wir sehen uns hoffentlich morgen oder übermorgen wieder oder später noch auf TikTok und ciao.